Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Anno 1800. Wir müssen uns heute noch ein paar Informationen beschaffen. Da plaudern wir noch ein wenig mit der einheimischen Bevölkerung. Und dann geht es endlich weiter hier in Taborima. Dann wird wieder ein bisschen gebaut. Vor allem möchte ich gern mal wissen, wie ich hier die weiteren Inseln bevölkern kann. Das ist noch ein großes Fragezeichen. Ja, na gut. Erkundigen Sie sich nach den Einwohnern von Vaha de Cher. Werden wir tun, werden wir machen. Yara weiß sehr viel über die alten Zeiten, aber ihre Formulierungen können undurch... So schnell bin ich doch nicht. Suche nach einer Quelle. Neuer Hinweis. Finden Sie Yara beim alten Haus. Ja Mensch, waren wir da nicht schon? Ich erinnere mich an Geschichten über die Kibe, die Wasser in die Waha brachte. Der Schoß des Wassers, ein Lebensspender. Setz dich, ich erzähle dir davon. Ja, kein Stuhl? Meine Wahichit, Verzeihung, meine Großmutter erzählte mir immer vor ihrer Kindheit, wenn sie auf mich aufpasste, wie sie fröhlich im Wasser wartend die seltsamen kleinen Salamati... Oh, nicht so schnell. Ich erinnere mich noch mit Staunen daran, dass sie nicht... von der Waha selbst, sondern vom Itaru sprach, wenn es um Wasser ging. Ein rares Gut, das auch auf mich als Kind eine große Faszination auswirkte. Sie sagte, dass sie die Salamandir immer in der Kebe des Itaru zurückgeworfen habe, um sie herumhüpfen zu sehen. Ja nun? Ich habe mich immer gefragt, wie Tiere in einer Kebe springen sollen, wenn doch gar kein Wasser zum Itaru hinabfließt. Ja, wunderlich. Wenn es einst tatsächlich einen Itaru auf Vaha de Cher gegeben hat, Admiral, kann er nicht weit Admiral. Von dem tief wurzelnden Isetz entfernt gewesen sein. Aber nun, da alles in Trümmern liegt, ist es schwer, Spuren zu finden. Ruhe, Kapitän! Suche nach einer Quelle, neuer Hinweis abgeschlossen. Wählen Sie die Vasi aus, um die Kebe zu finden. Vielleicht kann sich Abel einen Reim aus diesen Wörtern machen. Und Sie können Yara jederzeit bitten, Ihre Geschichte zu wiederholen. Nee, das muss nicht sein. Abel, was gibt's denn Schönes zu erzählen? Was hat Yara gesagt? Wajid sind unsere Großeltern und Salamandir sind kleine Eidechsen, die im Wasser leben. Ich glaube, die Leute in Taborima verwenden das Wort Fluss für Itaru. Ein Iset ist ein Baum. Einige von ihnen stehen in der... Mann. Weg damit! Wie geht's weiter? Entfernen Sie die Trümmer oben auf der Klippe. Welche denn? Ach, hier! Weg damit! Was? Da hätte man doch noch was nutzen können. Wenn Sie die Vasi beseitigen könnten, würden wir vielleicht Spuren des Itaru und der darunterliegenden Kebe finden. Ja. Könnte, würde, hätte, sollte. Beseitigen Sie die restlichen Ruinen auf Vaha de Cher. Na, wo denn noch? Na, lässt sich da nicht noch was... Gebrauchen davon. Ist zu schade drum, finde ich. Naja. Was will man machen? Weg damit. Ein Shediet. Ein Brunnen. Mit der Zeit versandet. Könnte er aber noch Wasser bergen. Ja, soll ich jetzt versuchen, oder wie? Wählen Sie zur Untersuchung aus, uralter Shediet. Ein uralter Brunnen, unter Schutt verborgen. La Jara, die Quelle des Itaru. Vor langer Zeit wurde hier gekämpft. Die Truppen der Kashtan flohen blutüberströmt durch Ketemas Heer. Nun sind hier nur noch Ruinen von Erinnerungen heimgesucht. Fotografieren Sie, na dann. Der Quell meiner Geduld versiegt allmählich. Was? Warum? Wie, was? Wer? Was habe ich getan? Ich habe mir doch nichts zu Schulden kommen lassen. Segeln Sie nach Ketemas Klippe nach Vaha de Cher, um Ketema die guten Nachrichten zu überbringen. Na dann? Einfach mal hoch. Da ist doch gerade bestimmt ein Schiff frei. Bereit, Admiral. Erledige das mal für mich, meine gute Kondor, und wir schauen jetzt, ob wir nicht vielleicht noch etwas basteln können.
Wie sieht's aus? Ach, Hütten sollten gebaut werden. Aber passt das denn mit der aktuellen Produktion überhaupt? Da muss noch eine Ziegenfarm her. Sonst wird das nichts. Und ach, was sehe ich denn da? Wieder kein Lagerhaus in Reichweite angeschlossen. Ärgerlich, das Ganze. Na, wo packe ich denn das jetzt hin? Hier mit rein noch? Da könnte man da rechts daneben am Fluss vielleicht noch die Ziegenfarm aufstellen, meine ich. Schauen wir doch mal. 1, 2, 3, 4, 5. Sollte machbar sein. Wie kann ich helfen? Indem du mir ein paar Ziegen... Also, Wahadesha. Gibt es Hoffnung, die Insel wieder aufzubauen? Oder wäre das aussichtslos? Nö, das geht. Wenn man will, dann geht das. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wasser darunter, sagen Sie? Natürlich. Dann müssen wir es umgehend hinaufholen. Meine Rede. Holen Sie Kitemas Arbeiter dann hier ab. Dann wollen wir nicht zögern. Na eben, schnell los. In Wahadesha muss sich etwas verändern. Meine Geduld und Nachsicht schwinden dahin. Entweder werden sie sich anpassen, oder sie werden zurückgelassen. Jetzt mal ganz ruhig, mein Guter. Also hier, ne? Keine Hektik. Das geht schon seiner Wege. Bringen Sie Gedemas Arbeiter nach Kontor von Wahadesha, ne? Los, hoch mit mir. Und unterwegs. Blutkalmar, du kannst mal wieder nach unten. Gar nicht gewusst, dass du noch da oben stehst. Und hier wollte ich doch jetzt erstmal noch eine Ziegenfarm hinsetzen. Warum kommt niemand, um unsere Waren zu... Weil ich noch nicht fertig bin mit den Feldern, mein Junge. So einfach ist das. Gibt's einen Anschluss für dich? Wie sieht's eigentlich aus mit Aufrüsten? Kostet nichts. Brauche ich nur Ältester. Aber noch nicht möglich. Gut, 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 gut. Das ist Wahadesha? Diese Einöde? Hey! Nun gut. Fangen wir an. Also, wie Einöde. Sieht doch ganz schick aus, was ihr nur alle habt hier. Gerade erst wurde der Shediet gefunden, als Ketima auch schon Hilfe schickte. Ein vertrauenswürdiger und fürsorglicher Herr. Naja, wer hat's gefunden? Das verdorrte Land braucht die Isets zum Schutz gegen einen Wak, den Wasserfluch. Ach so, auch noch. Die Isets der Wasi sind schon lange verdorrt. Aber vielleicht gibt es noch welche an den Gewässern der anderen Inseln. Lass mich raten, ich soll nachschauen. Segen Sie nach Kontor von Gidusi Anidoni, um sich nach den Isets zu erkundigen. Nein. Na dann mal schnell rüber. Ich dachte hier, das kommt mal irgendwie zum Ende, aber es geht ja immer weiter, immer weiter, immer weiter. Wie sieht's aus? Was schon brauchen einmal wir? Gesehen, wie das Wasser nach einem Regenguss schimmert? Oh, wir brauchen ja gar keinen Hibiskus-Tee, damit wir aufrüsten dürfen. Na Mensch, da können wir die Aufgabe ja auch erledigen. Nehmen wir aber erstmal die hier noch mit. Sonst gibt's wieder ein Durcheinander. Der Damm hält auch bei Flut, wenn man ihn nicht sieht. Ja. Isets, sagen Sie. Was für ein seltsamer Dialekt. Es sind Bäume, nehme ich an, wie man sie an der Küste hinter der Bibliothek findet. Nehmen Sie so viele, wie Sie brauchen. Oh, das ist aber nett. Na, da stecke ich mir mal ein paar ein. Neuer Auftrag? Bäume von Gidusi. Die letzten von Gidusis verkümmerten Isets. Bringen Sie die Bäume von Gidusi nach Kontor von Wahadesha. Natürlich hätte ich mir ja auch denken können. Maschinen auf voller Kraft. Und während du darüber fährst, rüsten wir jetzt mal auf und kümmern uns um die Ältesten. Hier schön neben dem Marktplatz. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Und damit erreicht. Sind wir im Zeitalter der Gemeinschaft angekommen. Er ist also endlich gekommen. Oder wurde gesandt. Es war nur eine Frage der Zeit. Beharre auf die Position, die Ihre Majestät in Ihrem Brief dargelegt hat.
alle verfügbaren Mittel einzusetzen, um das erwünschte Ergebnis zu erzielen. Ein persönliches Versagen wäre inakzeptabel. Ich habe mir geschworen, nie wieder herzukommen. Geschworen! Was? Wie? Sie? Was machen Sie denn hier? Ah, natürlich, ja, selbstverständlich. Ihre Majestät hat nichts gegen Freihändler. Aber bitte keine politischen Aktivitäten. Denn die Krone hat persönliches Interesse an Enbesa. Es soll nicht das Gerücht aufkommen, ein Gast sei in Enbesa nicht willkommen. Ungeachtet seiner Haltung. Möge er sich niederlassen, solange es nicht auf unserem Land ist. Wir halten uns zurück und beobachten. Vorerst. Es war nur eine Frage der Zeit, warum? Dass Enbesa solche Aufmerksamkeit erregt. Nun wird es auf die Probe gestellt. Ja, wer, warum, Archibald? Wie ich höre, kennen Sie sich. Heißen Sie ihn also in meinem Namen willkommen und fragen Sie ihn, was ihn an diese fernen Küsten bringt. Ich zeig dem gleich mal hier, was willkommen heißen heißt. Ah, ein bekanntes Gesicht. Großartig. Bringen Sie mich zu diesem Ketema. Es gibt viel zu besprechen. Das muss ich mir zweimal überlegen. Er sollte mich bereits kennen. Ich habe ihm schon oft geschrieben. Doch die Kommunikation in diesem Land scheint unzuverlässig zu sein. Ja, vielleicht will er auch gar nichts mit dir zu tun haben. Schon mal daran gedacht. Ein Treffen. Nun gut. Auch wenn ich fürchte, den Ausgang bereits zu kennen. Wir werden uns dennoch zivilisiert verhalten und ein Bankett vorbereiten. Ein Bankettsaal ist unvollkommen, wenn er nicht mit Wandteppichen geschmückt ist. Ja. Es soll reichlich verschiedene Speisen geben. Sir Blake soll sehen, welche Fülle Enbesa zu bieten hat. Äußerst verheißungsvolle Karten liegen. Ja, was ist denn jetzt hier passiert gerade? Also bin ich im falschen Spiel? Was, warum? Ja, wieso? Little Clarence zu Archibald Blake. Archibalds enbesanischer Hafen. Auf die Station! Ey, Kollege! Das ist aber jetzt ganz ungünstig, dass du dich da platzierst. Maschinen laufen an! War kein guter Schachzug von dir. Das hat Konsequenzen. Das kann ich dir sagen. Ja, gut. Muss man jetzt damit klarkommen? Wie geht's denn hier oben weiter? Monitor auf der Lauer. Bäume abliefern. Also. Was soll es sein? Na hier, das, was du haben wolltest. Schon bald haben wir die letzten Trümmer beseitigt. Nun kommt die Zeit, die Iset-Bäume als Wasserspeicher zu pflanzen. Dann rein ans Werk. Wählen Sie die Markierungen aus, um die Bäume zu pflanzen. Ja, warum denn nicht mal ein paar Bäume pflanzen? Einmal da, wo denn noch? Ja, da war ich doch schon. Ja, Moment mal. Wo fehlt's denn noch? Ach, hier oben. Wählen Sie den Brunnen aus, damit Ketemas Arbeiter ihn freiräumen können. Ich möchte unseren Gast mit einem gebührenden Geschenk begrüßen. Einer umfassenden Chronik unseres bedeutenden Landes. Der Epos der Löwen. Kommen Sie zu mir, damit wir den Inhalt besprechen können. Was du alles möchtest, das ist ja keine Wahnsinn. Keine Wüste mehr. Wasser fließt, lebensspendend und vom Sturm geschützt. Ein Wunder. Ja, ich sag doch, wer will, der kann. Sie haben viel in kurzer Zeit erreicht. Mit dem Wasser kann Wahadesha nun sicherlich für sich selbst sorgen. Ja, ich sehe aber noch ein bisschen Schutt. Bevor wir feiern können, muss die Wasi von Peitaru vom Sand und Staub befreit werden. Hab ich schon gesehen. Oder? Ist das überhaupt? Reparieren Sie den was? Feste?
Moment. Noch mehr Ausgaben. Es wird Zeit, dass wir größere Pläne für Wahadesha machen. Ich lass mich erstmal eins fertig machen, bevor wir an das andere rangehen. Mann, so viel mal zu... Oh. Reparieren Sie den Wassertempel für das bevorstehende Fest. Liefern Sie an Kontor von Wahadesha 12 Tonnen Lehmziegel. Ach, Lehmziegel sind das also. Okay, dann weiß ich das schon mal. Brauchen wir das für die Kontore. Segeln Sie zu Getemas Insel. Na komm mal runter, meine gute Kontor. Unterwegs. Fragen wir da nochmal schnell nach, was der gute Herr denn will. Wieder mal. Und wir schauen uns jetzt an, wie wir denn an die Lehmziegel rankommen. Hibiskus-Tee. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Erstmal nicht ganz so wichtig, wie wir festgestellt haben. Zumindest zum Aufrüsten zu den Ältesten. Ladilu, Pirata Entourage. Na komm rein ins Team. Gepflasterte Straße braucht Lehm. Lehmziegel bekommen wir durch... Lehm, wo ist denn aber das Vorkommen dafür? Ach, Flussgrundstück erforderlich. Ne? Ja, hier drüben, das ist ja sowieso nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Da muss die jetzt da erstmal hin. Lehmschöpferei. Produktionszyklus. Alle 15 Sekunden. Gebt es raus, Jungs. Na dann her damit. Was auch immer du da gemeint hast. Alle 15 Sekunden. Die brauchen wir auf jeden Fall ordentlich Arbeiter dafür, wenn ich das so mal anschaue. 4 Lehmziegelein, 4 Teffarm und eine Lehmschöpferei. Hab ich das gerade richtig durchgerechnet? Das ist ja Wucher. Das gilt auch für alle Gebäude, die an einem Fluss errichtet werden müssen. Sie können von beiden Ufern erreicht werden. Wenn Sie beispielsweise eine Straßenverbindung brauchen, können Sie diese auch auf der gegenüberliegenden Seite errichten. Ja gut, so viel wissen wir ja schon. Ach, schließen wir das Ganze mal hier so ein bisschen an. Da muss ja noch eine Brücke hin, sehe ich. Wie machen wir das hier oben dann? Gute Frage. Auf jeden Fall noch ein Lagerhaus mit hin. Die Seite lassen wir mal frei. Ich weiß nicht, wie viel Bevölkerung wir dann zum Schluss noch brauchen. Sollte so passen, dann tja, brauchen wir noch eine Menge Ältester. Müssen wir die ganzen Häuser mal errichten und dann müssen wieder ein paar Ziegenfarm und Co. errichtet werden, wie ich die Sache so sehe hier. Aber eine Teffarm und eine Ziegelei hätte ich gern noch, wenn es denn geht. Teff, passt das hier irgendwo noch dazwischen, hier oben? Wie viele Felder brauchst du denn? 168 und davon brauche ich 4 Stück. Ja gut, man könnte jetzt Traktorscheuen errichten mit 600 Ältesten. Du gut. Da passt nur eine hin. 168. Und eine Lehmziegelei noch mit hier rein. Dann wird wenigstens ein bisschen schon produziert. Arbeiter, Arbeiter, Arbeiter. Mehr davon. So, jetzt zu euch, meine Guten. Zieht ein. Jetzt brauchen wir auch wieder Ziegenmilch. Ziegenmilch, Ziegenmilch, Ziegenmilch. Da muss doch irgendwie noch was dazwischen passen. Ach ja, genau.
Hier kann man was rausnehmen. Kurze Straße rein. Ziegenfarm dran gesetzt und dann den Kanal wieder drüber. Eins. Oh, Moment mal. Hätte ich lieber so machen sollen, oder? Hier gut. Nummer 2, Nummer 3. Was packt er denn hier rein? Lagert Tev als Futter für ihre Nutztiere und steigert die Produktivität der Farm. Nee, also da müssen wir uns später drum kümmern, um die ganze Optimierung und so. Ich möchte das ja alles gerne auf die anderen Inseln auslagern und nicht alles hier so zusammengequetscht auf Taborime hinsetzen, aber ich komme ja noch nicht auf die anderen Inseln. Aber bald, 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 bald. Ich versuche nicht zu viel. Was versuchst du nicht zu viel? Zu reden und dafür mehr zu arbeiten, das finde ich aber fein. Wie denn jetzt hier? Kondor ist doch schon da. Lass mal hören, wie es denn weitergeht. Ein geschätzter Gelehrter ist kürzlich aus Vespucia zurückgekehrt, wo er archäologischen Untersuchungen nachging. Suchen Sie ihn auf Kidusi Anitoni auf. Er wird eine große Hilfe sein. Nun, dann schaue ich mich mal um. Segeln Sie zum Konto. Hoch wieder, hoch, rüber, runter. Nach Hause, links, rechts. Bin ja wieder nicht viel zum Bauen gekommen heute hier. Auf jeden Fall müssen die Kanäle erweitert werden. So viel steht schon mal fest. Nach hier unten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Also hier der nächste Kanal, der durchgezogen werden muss. Und das Ganze dann nochmal. Sie wurden also damit beauftragt, unser großes Epos zu verfassen. Ein Fremder? Nun, jedes Schiff ist hilfreich in stürmischer See. So sieht's aus, deshalb bin ich hier. Sie hegen die besten Absichten, da bin ich sicher. Aber ich habe dieses überaus komplexe Thema bereits viele Jahre lang am Arvard College studiert. Es ist alles andere als eine einfache Aufgabe. Ja, eben. Das College war erstklassig. Schließlich ist es Arvard. Aber die Bewohner von Vespucia haben sich stets an meinem Teint gestoßen, wenn sie verstehen, was ich meine. Also bin ich fort. Ein herber Verlust für sie. Ja, schade für sie. Glück für uns. Jede gute Forschungsarbeit nimmt ihren Anfang in einer Bibliothek. Am besten einer prunkvollen. Die Priester werden ihnen Zugang gewähren. Hoffe ich zumindest. Ja, das hoffe ich doch auch. Und nun? Wählen Sie die Bibliothek aus, um Geschichtsbücher zu konsultieren. Nordflügel der Bibliothek. Überhaupt erstmal anschauen hier das Ganze. Wie sieht's denn aus? Kann man da rein? Was für Schinken. Kaiser oder nicht, diese Hallen waren schon uralt, lange bevor seine Vorfahren an die Macht kamen. Ja. Kann er ja nichts dafür. Ja, welches denn jetzt, ne? Huch! Nee, lass mal lieber überprüfen. Genug rumgespielt. Der Nordflügel der Bibliothek. Der Zutritt zur Bibliothek ist nur Dienern des Herrn gestattet. Hier werden heilige Schriften aufbewahrt, die vor unerwünschten Einflüssen beschützt werden müssen. Na, aber ich darf doch mal schauen, oder? Wenn ich ganz lieb frage. Sie fragen sich, der was... Der Zutritt zur Bibliothek ist nur Dienern des Herrn gestattet. Hier werden heilige Schriften aufbewahrt, die vor unerwünschten Einflüssen... Hast du gerade schon mal da gesagt? Da Sie an der Chronik arbeiten, dürfen Sie eintreten, wenn Sie dieses Rätsel lösen können. Auf ruhigen Seen lieg ich und werde nie versinken. Doch tauch ich ein ins warme Nass, kann man mich sinnlich trinken.
Bitte was? Finden Sie auf Kidusia Anidoni etwas, das nichtssagend ist, wenn es schwimmt, jedoch köstlich, wenn es versunken ist? Hier herrscht Stille, abgesehen von dem unsichtbaren fernen Echo der Gischt, die gegen die Klippen brandet. Ja, was meint die gute Dame denn jetzt damit? Eine Ansammlung sehr alter Steine. Wenn ich wüsste, was es denn hier überhaupt auf der Insel alles gibt. Nichtssagend, wenn es schwimmt. Köstlich, wenn es versunken ist. Ich habe keine Ahnung, was du mir damit sagen willst. Und was bist du? Okay. Ja, schön sieht's ja aus. Kann ich mir jetzt aber auch nichts von kaufen. Tempel, alter Brunnen, Säcke voller Hibiskus. Was gibt's ja noch? Rituelles Becken. Die Hibiskusblüte ist ein Symbol für das, wonach wir hier auf Kidusi Anitoni streben. Wissen nährt uns, auf dass wir vor den Augen des Herrn aufblühen können. Tja, ein blinder Vogel findet Augenkunde. Man muss lernen, mit dem inneren Auge zu sehen, dem Auge der Seele. Sagen Sie mir, welches der Gebäude auf unserer Insel ist das größte? Was? Wählen Sie das größte Bauwerk auf Kidusi? Ja, ist das nicht die Bibliothek? Ja, unsere Bibliothek ist riesig. Doch sie ist nur der krönende Gipfel. Schauen Sie auf die Wurzeln, die sich darunter verbergen. Auch noch? Was? Wie? Hä? Was heißt denn das jetzt schon wieder? Gute Dame, Sie sprechen in Rätseln. Unser Tempel ist lediglich ein Überbleibsel der mächtigen Hallen von Elamais. Hohe Wände und kunstvolle Decken, jedoch mit kurzen Wurzeln. Ja, hier hinten das Ding, was da aus dem Berge kam, oder was? Nee. Ja, was gibt's denn noch? Hä? Erkläret euch, ich sehe es nicht. Eine alte Statue, vergessen und verfallen. Sie weist auf unverkennbare Ähnlichkeiten mit den Statuen auf. Vor langer Zeit war unsere Bibliothek ein Leuchtfeuer des Wissens in einer Welt voller Dunkelheit. Doch die heimtückischen Könige Kashtas haben sie niedergebrannt. Ach so. Nun ist sie tief unter unserer Insel vergraben. Doch ihr Andenken lebt in all den Wissenden weiter. Ja, wenn man's weiß. Ihr Verständnis beginnt zu erblühen. Bald ist die Zeit gekommen, dass ihnen der Zutritt gewährt wird. Ja, Zeit wird es. Hab ich denn nicht schon genug getan? Kehren Sie zur Hohepriesterin zurück. Na, mit Freuden. Ach, treffen Sie eine Entscheidung. Sie haben die erste Prüfung bestanden, Fremder. Und unser Zeichen, den Hibiskus, entdeckt. Zunächst geruchlos, doch eingetaucht, überaus köstlich. Was bedeutet das für Sie? Man muss nach Wissen streben, um zu erblühen. Hibiskus-Tee ist der einzige Weg zur Lösung. Viva la Hibiskus-Tee, nee. Wissen. Ziemlich gut. Aber im Grunde will uns diese Metapher bewusst machen, wie viele Sinne uns den Menschen gegeben wurden. Weisheit erlangt man, indem man die Welt beobachtet, ihr lauscht. Beobachtet, riechen, schmecken,
Das hat uns der Hibiskus gelehrt. Ja, so viel aus einer kleinen Blüte. Man glaubt's gar nicht. Sie haben den Sehtest bestanden und die verborgenen Wurzeln von Gidusi Anitoni entdeckt. Die Ruinen der alten Bibliothek. Jetzt sagen Sie mir, was folgern Sie daraus? Es gibt eine alte Schriftkultur auf Gidusi Anitoni. Viele lehrreiche Werke sind verloren gegangen. Verloren? Nein. Der Boden von Gidusi selbst birgt diese Erinnerung. Unsere Bestimmung ist es, in unserer Bibliothek das Wissen zu bewahren und zu mehren, trotz aller Unbilden der Zeit. Wir sind stolz, die Hüter eines solchen Erinnerungsschatzes zu sein. Unser Glaube ist Jahrtausende alt und seit Jahrhunderten unangefochten. Große Hingabe wird den Schülern und Gelehrten dieses Glaubens abverlangt, um auch nur die einfachsten Lehren der hier aufbewahrten Weisheit zu verstehen. Unser Geist und unser Körper muss sich vor der Verderbnis des Wandels verschließen, um die Weisheit des Windes umso klarer zu vernehmen. Unser ist das geistige Schaffen mit Herz und Verstand. Niedere, körperliche Arbeit lenkt uns nur von unserer heiligen Mission ab. Etwas, das Ketemas Erenia längst vergessen haben. Sie nähen und bauen und vernachlässigen darüber die Seelen ihres Volkes. Diesen Verfall wollen wir uns nicht aussetzen. Ihr Herr will, dass wir in seinem Volk aufgehen, in seinem vereinten Glauben. Das wäre ein Verrat an allem, was uns heilig ist. Solange er nicht bereit ist, sein Reich auf dem wahren ererbten Glauben Enbesas zu gründen und die Erenia auffordert, ihre spirituellen Pflichten wieder wahrzunehmen, kann zwischen uns keine Harmonie herrschen. Die Fertigkeiten der Erenia sind unerlässlich, damit das Reich erblühen kann. Ja. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Ruhe! Für mich sind sie wie der Hibiskus, bevor er in Wissen badet. Hoffnung besteht immer. Ihre Loyalität gegenüber Kaiser Ketema ehrt sie. Doch wir werden uns ihm nicht anschließen. Sein Glaube ist zu beschränkt. Und ich werde nicht zulassen, dass das Vermächtnis von Gidusi in Vergessenheit gerät. Ja, wie jetzt? All die ganze Arbeit umsonst? Sie haben sich als würdig erwiesen. Lüften Sie den Schleier und treten Sie ein in unsere berühmte Bibliothek. Lesen Sie Bücher. Sie wissen sich zu helfen. Also gut, fangen wir an. Alle großen Nationen entspringen einem goldenen Zeitalter. Einer Epoche des Glanzes und der Legenden. Die Bücher sind dort drüben. Ja, hab ich schon bemerkt. Das ist mir schon bekannt. Hier gibt es Bände zu jedem Aspekt der Theologie, Geschichte, Wissenschaft oder Poesie. Wenn Sie etwas lesen, blättern Sie die Seiten bitte an den Ecken um. Na, aber sicherlich, da werde ich mich hundertprozentig dran halten. Lesen Sie die Bücher über das goldene Zeitalter und die Gründung von Enbesa, aber leider nicht mehr heute. Reden Sie mit Ketema über Wahadesh her. Ach Mann, was ist denn hier noch alles los? Hab wieder super viel geschafft in meiner kleinen Stadt hier. Taborime wächst und wächst nicht. Naja. Kann ich denn schon... Och, guck mal einer, schau. Kampfdeck bereit machen. Da sehe ich doch schon 12 Lehmziegel. Moment mal, hier war doch einer frei. Genau, Blutkalmar, du hast nichts geladen. Abdrehen beginnen. Du kannst da schon mal die Lehmziegel hochbringen. Und das wird auch das Letzte sein, worum wir uns heute kümmern werden. Dann sind wir wieder am Ende der Folge angekommen und schauen nochmal schnell bei der Expedition vorbei. 12 Stück reichen mir, wunderbar. Dann, wo soll's nochmal hin? Hier hoch. Zum Horizont. Na gut. Was gibt's denn hier jetzt noch? Neue Gebäude wurden freigeschaltet. Kenn ich die schon? Habe ich die schon gesehen? Überprüfen. Hibiskus-Tee, ja, den lagern wir dann auf einer anderen Insel aus, da wird dann woanders produziert. Möchte ich hier auf Taborime nicht sehen. Was haben wir hier noch? Aha, Lehmziegel, Keramik, brauchen wir auch noch eine Lehmschöpferei dafür. Und Indigo-Farmen. Das heißt, einen Moment.
eine Lehmschöpferei, zwei Keramikwerkstätten und vier Indigo-Farmen. Hui, da geht auch wieder ordentlich Platz drauf. Wandteppiche. Eieieiei. Das wird wieder ein schönes Spiel, ein schönes Rumgefriemel. Polizei? Oh, die können wir aber mal aufstellen. Gibt es denn noch irgendwelche öffentlichen Gebäude? Meeresfrüchte-Eintopf? Tonpfeifen? Rathaus und Krankenhaus? So früh habe ich dich gar nicht erwartet. Ja, so bin ich halt. Reicht's nicht, wenn ich die da hinstelle? Na, schaut mal an. Muss die also hier gesetzt werden? Ach so, ich habe jetzt auch noch keine Steinstraßen. Lehmstraßen, Entschuldigung. Da sollte dann ja auch nochmal der Radius ein bisschen erweitert werden. Aber nun gut, jetzt hier noch eine kleine Brücke drüber. Dann stimmt das zumindest. Und jetzt zu dir, mein guter Junge. In Kürze beginnt die Arbeit. Wir sind dankbar für deine zuverlässige Hilfe. Ja, und nun? Da muss aber immer noch ein bisschen Schutt hier beseitigt werden. Da sehe ich noch Handlungsbedarf. Wandteppiche, Trockenfleisch liefern können wir noch nicht machen. Lesen der Bücher erledigen wir in der nächsten Folge, genau wie das Treffen einer weiteren Entscheidung. Dann soll es das für heute gewesen sein. Nochmal schnell zum Abschluss eine Expedition mitgenommen. Und dann war's das. Rettungseinsatz, wir kommen. Flaschenpost. Schiffbrüchiger benötigen ihre Hilfe. Doch wo sind sie? Haie ködern ist eine beliebte Beschäftigung für die Seeleute. Ihr letzter Fang war sogar noch unterhaltsamer als sonst. Im Bauch des Hais war eine Flasche, in der sich drei Stücke Papier befanden. Jedes in verschiedenen Sprachen, mit derselben Nachricht beschriftet. Die Mannschaft entziffert die verwitterten Worte, ein Hilferuf und ein Breitengrad. Die Inseln aufzeichnen, die den zum Teil angegebenen Koordinaten entsprechen. Das macht mich noch krank. Die Suche kann auf einen Bereich eingegrenzt werden, den man absuchen kann. Es befinden sich viele Inseln auf dem angegebenen Breitengrad, doch nur wenige davon liegen in der Nähe von befahrbaren Schiffsrouten. Indem die Navigatoren herleiten, welchen Kurs die Schiffbrüchigen genommen haben könnten, bleibt nur noch eine Handvoll in Frage kommende Inseln übrig. Nach 2 Wochen erreicht das Schiff die Reihe von Inseln, die durch tödliche Korallenriffe miteinander verbunden sind. Vorsichtig näher an die Inseln und deren Riffe herantasten. Das war's wert, wochenlang nur Zwieback zu fressen. Belohnung entdeckt, das Schiff umfährt die tödlichen Riffe und findet die Schiffbrüchigen. Ächzend bahnt sich das Schiff einen Weg durch das klare Wasser, sein Schatten gleitet über die Korallen, die es umfährt. Nach einer kurzen Suche findet die Mannschaft die Schiffbrüchigen, die sich zwischen die Dünen an einem abgelegenen Strand zurückgezogen haben und den Seeleuten nun mit Freudenschreien und voller Erleichterung entgegenrennen. Ihr Kapitän schwört seine bedingungslose Treue und die Mannschaft freut sich über die Neulinge. Ich ganz ehrlich nicht, denn den kennen wir doch schon, nichts Neues, Kapitän. Ibrahim, kein Platz, tja, tut mir leid. Was will man machen? Muss da auf deiner kleinen einsamen Insel bleiben? Weiter für euch, aber nicht für uns, denn wir sind wieder am Ende angekommen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like und Abo dagelassen und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.